Hallo, ihr Lieben, ich grüße euch. Ja, ich war heute auf der Arbeit und was erwartet mich da? Ein Paket von der lieben Jutta. Wir hatten schon mal ein Tauschpaket gemacht. Ich glaube, ne, war Tauschpaket. Schon, Entschuldigung, Jutta. Aber ich glaube, es war ein Tauschpaket. Oder hast du mir so ein Ü-Paket geschickt? Ich weiß es nicht mehr. Ne? Ja. Ist schon mal so. Man hat so viel im Kopf. Ja, nichtsdestotrotz habe ich mich total gefreut, als unser Postmensch mir dieses Päckchen hier übergeben hat. Und ich so, oh, ein Ü-Paket. Ja, und daran will ich euch natürlich teilhaben lassen. Sorry, ihr wackelt ein bisschen. Ich bin nämlich jetzt mal gewandert und zwar in unseren großen Wintergarten. Und das ist alles hier nur total provisorisch, deswegen das ein oder andere Mal werdet ihr wahrscheinlich wackeln. Ja, so. Wir öffnen jetzt mal. Ich habe das natürlich schon mal aufgemacht und den Brief habe ich auch schon gelesen. Den lese ich euch aber vor. Also prall gefüllt. Liebe Jutta, vielen, vielen lieben Dank. Ich freue mich umso mehr, weil ich überhaupt nichts davon wusste. Und das ist ja der Knaller. Also wirklich super. Das lege ich mal beiseite und dann packen wir das gemeinsam aus. Ich lese mal den Brief vor. Na, hallo Petra, hier kommt eine kleine Weihnachtspost. Klein ist gut, naja, die ist wohl eher groß. Für dich, so, nochmal, heuwegelchen. Hallo Petra, hier kommt eine kleine Weihnachtspost für dich. Nichts Großes zum Basteln, nur ein paar Sachen, um dir ein paar Ohrringe zu machen. Das Leckerli sollte die Zeit bis Weihnachten ein wenig versüßen. Ich hoffe, es geht dir und deiner Familie gesundheitlich gut. Viel Spaß beim Auspacken und Vernaschen. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Liebe Grüße, Jutta. Liebe Jutta, vielen, vielen lieben Dank. Ja, es geht uns gut. Meine Hand macht auch besser. Ich habe noch, ne, hier noch ein kleines Pflaster drauf, aber geht immer besser. Sonst alle wohlauf. Toi, toi, toi. Ich hoffe, es bleibt auch so. So, jetzt packen wir das Ganze mal aus. Als erstes kommt mir hier, oh, Schokolädchen. Lecker. Das werde ich direkt aufmachen und das kommt auf unseren Leckerteller. Moment, ich glaube, Emma will mal kurz. Emmy, was hast du dir vor? Ne? Kannst du jetzt nicht. So. Sehr schön und ich mag auch Heidel sehr gerne. So. Ja, dann haben wir noch lauter hier so kleine süße Lebkuchen. Das ist auch sehr gut, vor allem weil die einzeln eingepackt sind. Finde ich das sehr schön, kann man am Tisch stehen lassen, ohne das abends wieder weg zu packen. Dominosteine. Also ich esse Dominosteine, also eigentlich mag ich keine Dominosteine, aber wenn ich die esse, also ich mag die schon mal ganz gern, dann esse ich die Schokolade außenrum, möglichst zartbitter. Dann hebe ich diesen Gelee-Dings ab. Und der kommt weg. Manchmal ist ja noch Marzipan drin. Das lasse ich dran, also drin. Und dann diesen Kuchen lasse ich auch drin. Aber diesen Gelee mag ich überhaupt nicht. Aber ansonsten, ja, da habe ich ja nochmal schön zu knabbern. Sehr schön. Und eine Mozartkugel. Oh, ich liebe Mozartkugeln. Der Aldi hat ja so eine Mozartschokolade immer zu Weihnachten. Da habe ich ja auch ordentlich zugeschlagen. Und die geholt, aber die ist schon fast alle, weil mein Mann hat auch entdeckt, wie lecker die ist. Aber die, also die schmeckt ungefähr wie Mozartkugeln und ich liebe Mozartkugeln. Lecker, lecker, lecker. Sehr schön. So, dann haben wir hier ein Geschenkband. Ist auch sehr schön von den Farben. Ich hoffe, das Licht ist hier gut. Dann haben wir hier Paracordband, also so eine Kordel. Auch gut, kann man auch mal gebrauchen. Und dann haben wir hier eine Weihnachtskugel mit Disney-Prinzessin. Und da ist, denke ich, Schoki drin. Ja, ich mache mal auf. Geht nicht, doch. Moment, ich muss pummeln hier. So. Ups. Ja, Schokolade. Sehr schön. Vielen lieben Dank. So, dann haben wir noch so ein schönes Band. In Weihnachtsfarben, ne? So rot, grün, weiß, sehr schön. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst. Da ist so viel drin. Hier ist noch ein Band, das so eher das Frühjahr kann kommen, auch sehr schön. Ist wahrscheinlich ein Draht drin, oder? Will ich jetzt nicht aufmachen. Sieht so aus, als wenn an der Seite, oder? Doch nicht. Ah, ihr werdet sehen, wenn ich es verbastel.
Sehr schön. Vielen lieben Dank. Oh, Washi-Tape von Folia. Oh, sehr schön. Da wollen wir doch mal gucken. Drei, vier Stück sind drin. Ah, hier draußen sind hier. Ne, wer gucken kann, ist klar ein Vorteil. Das sind die Muster dazu. Okay, die kann ich euch jetzt natürlich nicht zeigen, weil die sind sehr filigran. Aber sehr schön. Habe ich noch nie gesehen so. Das sind die Muster. Tolles Washi-Tape, ne? Sehr schön. Vielen Dank. Emmy quietscht. Ich hoffe, die quietscht jetzt nicht lauter. Dann muss ich nämlich mal auf Stopp machen. So. Dann hat hier eine kleine hübsche Geschenkschachtel. Oh. Frohes Fest. Ja, ne? Kann man immer gebrauchen. Ein Kapselheber, also ein Flaschenöffner. Sehr schön. Was haben wir hier? Ach, die Klemmerschen. Sehr schön. Die sind eigentlich, glaube ich, zum Nähen. Ich hatte die schon öfters in der Hand. Weil ich denke, ach, ob die wohl auch was taugen zum Festhalten. Ja, sehr schön. Die sind sehr fest. Da kann man auch, wenn man was geklebt hat, was noch ein bisschen Zug braucht, dran machen. Ne, damit das dann nicht wieder wegrutscht. Sehr schön. Kann ich sehr gut gebrauchen. Dankeschön. Super. Das ist klasse. Davon kann man nie genug haben. Sehr schön. So, und dann, oh, oh, oh. Also überall sind auch hier Sterne. Ich glaube, ja, an die Sterne erinnere ich mich. Das war im letzten Paket auch. Da habe ich auch noch ein Glas voll mit Sternen. So. After Eight Nikoläuse. Sehr schön, weil ich mag After Eight sehr gerne. Und die Nikoläuse gehen natürlich auch immer. Die habe ich mir selbst auch schon mal gekauft. Wenn ich mir Nikolaus kaufe, dann ein Nuss-Nikolaus oder After Eight oder KitKat. Hm? Aber sehr schön. Das hast du gerochen, meine Liebe. Sehr schön. So, was haben wir hier? Merry Christmas and a Happy New Year. Ein Schächtelchen. Und ich glaube, da ist Schoki drin. Ja. Und was haben wir da drin? Da sind... Komm, ich schütte mal aus. Oh, Nougat. Nougat ist... Oh, lecker, lecker. Sehr schön. Also voll den Geschmack getroffen. Was ich nicht mag, ist weiße Schokolade. Die kann ich überhaupt nicht ausstehen. Aber hier, super. Also, als wenn du mich schon ewig kennen würdest. Sehr schön. So, ein sehr schönes Papier. Auch das Schwarze mit den goldenen Sternen. Sehr, sehr schön. Knister, Knister, Knäuschen. Och, ein bisschen Bär. Ein LED-Bär. Och. Und der leuchtet. Ein Bärchen. Das stelle ich mir hier so fein. Und hier nochmal ein kleines Stück. Ah, das kann, ich habe hier die Bierzeltgarnitur unter mir. Ich habe da einfach eine Tischdecke jetzt drüber geworfen. Weil ich brauchte einen freien Platz. Oh, noch mal. Ah. Okay, das ist hier zugeklebt. Das ist das gleiche nochmal. Ja, super. Da habe ich ja wieder was zum Tauschen oder für den Lostopf, ne? Also nochmal das gleiche Washi-Tape. Sehr schön. Was ist denn da anders? Aber das oben sieht anders aus. Aber es ist das Gleiche, ne? Ja. Egal. Super, sehr schön. Freue ich mich. Vor allem, da ich da auch noch andere dann mit beglücken kann. So, dann haben wir Zuckerstangen. Da habe ich ja 4 Päckchen von gekauft. Die kann man immer nutzen zum Dekorieren. Geilomat. Sehr schön. Oh, auch schön. Hier, da ist jetzt hier was drauf. Oh, bei Butinetta hast du bestellt. Das kann man, weil die haben so ein... Warum macht man das? Dann denke ich mal, sowas kann doch nur ein Mann machen, oder? Sorry an alle Männer, aber ein Label mitten aufs Produkt, das kann man doch hinten drauf machen. Ich verstehe es nicht. Aber sehr schön, die finde ich total hübsch. Die kann man auch nutzen, um halt Sachen, die man klebt. Aber die sind halt natürlich auch eher zur Zierde, ne? Oder um halt was festzuhalten. Aber die nutze ich auch gern für mein Bullet Journal, weil die so hübsch sind. Und Rosé Gold geht sowieso immer. Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Hier haben wir noch ein paar Sternchen und noch ein paar Zuckerstangen.
Cool. Ich finde die total schön. So, dann haben wir hier noch ein Paket. Oh, ich hoffe, ihr wackelt echt nicht so. Weil ich bin das gewohnt, mich aufzustützen hier. Und das kann ich hier bei dem Tisch nicht. Och, sind die hübsch. Och. Wie süß. Die sind ja echt niedlich. Guckt mal. Teelichter als Flamingo. Die sind aber niedlich. Die kommen in die Vitrine. Cool. Aber natürlich erst zum Sommer. Die werden jetzt gut weggepackt. Sehr, sehr. Also ich finde die total niedlich. Süß. Sehr schön. So, noch mehr Sterne. Sterne. Noch eine Zuckerstange. Und hier noch mal ein Dominostein. Sehr schön. Was haben wir hier? Ist ein kleines, süßes kleines Schächtelchen. Die hast du selbst gemacht, oder? Die Schächtelchen. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind sie hübsch. So, jetzt legen wir die Zuckerstangen weg. Und hier haben wir drin, ach, wie heißen sie, um Ohrringe zu machen. Im Moment habe ich aber Wortfindungsstörungen. Das war, aber weil ich so viel im Kopf habe, ne? Mit Weihnachten, jetzt auch der Lockdown. Oh, das muss man alles machen und, ne? So, das sind hier so kleine Embellishments. Ich glaube, dies kann man aufkleben, würde ich mal sagen. Und da ist hier noch ein Tannenbäumchen und ein Stern. Oder sind die... Nee. Und das Tannenbäumchen. Muss ich in Ruhe gucken. Und dann sind hier, wo ich Ohrringe mitmachen kann. Sehr schön. Ja, da werde ich mich mal dran begeben, ne? Und dann haben wir hier, die tue ich erstmal wieder mit da rein, sonst verliere ich die. So, und dann haben wir hier ein Päckchen mit ganz vielen, das muss auch mal weg, Moment. So, da war das Telefon. So, und hier haben wir auch lauter kleine Embellishments. Total hier mit dem Flügelchen. Oh, und das hier. Na, da steht dieses Pferdchen. Stehe ich ja total drauf. Toll. Sehr schön. Und hier ist auch nochmal so ein für ein Ohrring zu machen. Eins ist dabei. Sehr schön. Cool. Da freue ich mich. Alles schön wieder hier rein. Und dann habe ich ja so eine Aufbewahrung, wo ich die ganzen Teile immer rein tue, damit ich dann mit einem Griff alles habe. Er hat gesagt, ich habe zwei Teile davon. Ich habe ja so viele. Da kommen die auf jeden Fall zu. Ne? Dann haben wir hier, ich denke, das sind Schlüsselringe. Ja, mit so, ne, mit so einem Kettchen. Sehr schön. Ich habe nur normale Schlüsselringe ohne dieses Kettchen. Aber hier so ein ganzes Päckchen voll. Sehr schön. Wollte ich ja da habe ich ja mal angefangen, aus Ribbonbänder Anhänger, also Schlüsselanhänger zu machen. Macht mir auch total Spaß. Nur, meine Nähmaschine ist unten. Ich bin auch nicht der Näher vor dem Herrn. Und das sieht halt alles zum Verschenken sehr dilettantisch aus. Deswegen habe ich auch nur für mich welche gemacht und sonst noch nicht weiter mich da dran begeben. Vielleicht hat von euch ja einer einen Tipp, wie ich das irgendwie machen kann. Dass es hält und auch gut aussieht und nicht so blöd. So, und hier haben wir Perlen. Das sind nur Halbperlen. Okay. Das sind keine Löcher drin. Das sind Halbperlen. Die sind ja auch hübsch. Ne? Vor allem die durchsichtigen gefallen mir am besten. Und hier das Hellblau, Hellrosa, auch schön. Sehr schön. Ne? Ein Tütchen. Und hier kleben sie schon. Schwupps. Vielen lieben Dank. Sehr schön. Freue ich mich. Aber es geht noch weiter, ne? Ihr müsst nicht meinen, wir sind am Ende. Das Ding ist noch voll. Oh, das ist ja auch hier mit, ne? Eingeschnitten, mit Gebamsel. So, ich schäle das mal hier. Oh, ein Stift. Ich ziehe ihn mal raus. Oh, nee, ich ziehe ihn lieber nicht raus. Es ist wie Weihnachten. Oh. Ha. Der ist ja schön. Moment.
Moment, bevor ich ihn euch zeige, mache ich das Gebamsel ab, damit man ihn auch richtig sieht. Und da steht drauf, Glitzer- und Leuchtkugelschreiber. Das ist also wie hier wie so ein Zauberstab. Dann ganz, ganz niedliche Katzen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und dann Kugelschreiber. Ich weiß nicht, ob der jetzt blau schreibt. Der. Und der leuchtet. Wie kann der? Ah, hier. Und dann leuchtet der. Könnt ihr sehen? Cool. Ja, das ist ja wieder super was für die Arbeit. Da freuen sich die Männer wieder. So, hast du mal einen Kuli? Hast du auch einen normalen? Nein. Doch, hab ich. So, noch eine Zuckerstange. Sehr schön. Der Stift ist super. Oh, und hier. Das ist schon offen. Oh, auch Perlen. Und auch. Nee, nichts zum Basteln. Nur ein bisschen was für die Ohrringe. Vela Minz. Okay, in Sherry Acerola, bin ich gespannt. Die wird, also ich hatte dieses Päckchen schon mal in weiß mit grün, wo dann Vela Minz drauf stand, also rein Pfefferminz. Kirsche bin ich gespannt. Kirsche Acerola, wie es schmeckt. Freue ich mich, dankeschön. Boutinette Schmuckbastelset Winter. Oh, da kann man Nikolaus Ohrringe und Tannenbaum Ohrringe. Das ist ja cool. Und das ist hier so ein Set. Ja, die werde ich auf jeden Fall machen. Und zwar werde ich mir die auf jeden Fall als erstes die Schneemänner machen für Weihnachten. Cool. Sehr schön. Ja, und hier haben wir Acrylperlenblüte. Das sind so Blüten. Ich zeige euch die mal. Ist auch cool. Schau mal. So. Ne, hier diese Blütenkelche. Okay. Cool. Dann wahrscheinlich mit dem Stift da rein, die Perle. Dann kann man da ja, wie so Engelchen oder Püppchen rausmachen. Oder wahrscheinlich auch noch vieles andere, was mir gerade nicht einfällt. Ich bin gespannt. Sehr schön. Sehr schön. So, dann haben wir noch ein paar Sternchen. Och, und die sind ja niedlich. Guckt mal. Servietten. Och, die sind ja niedlich. Och, was sind die süß. Da tue ich mir ein paar von weg und dann kommen die in meine Herbstkiste für Herbst. Och, schön. Sehr schön. Oh, es häuft sich hier. Och, und die sind ja auch, guckt mal. Die habe ich ja, Profissimo ist doch von, ja, DM steht ja auch drauf. Habe ich da nie gesehen. Sehr schön. Also mega. Total schön. Gefällt mir total gut. So, warte. Oh. Jutta, du machst mir Angst. Du machst mir echt Angst. Entweder hörst du mir genau zu. Salmiakpastellen. Ja, Hammer. Also, da kriege ich ja eine Gänsehaut. Du, mit deinen Süßigkeiten bist du, also... Treffer versenkt, der Oberhammer. Ich liebe ja Lakritz, also ich esse immer gerne Lakritz und dann ein orangenes oder ein gelbes Gummibärchen oder ein Colafläschchen dabei. Und Lakritz in allen Varianten und die hier ab und an, weil die sind natürlich sehr stark, da habe ich, die gibt es ja auch in kleinen Döschen. Ja, die kaufe ich mir nicht so oft, aber da muss ich richtig Lust drauf haben, aber ich mag die total gerne. Sehr schön, Hammer. Das ist der Oberhammer. Weil das ist ja sehr speziell. Hammer, geil. Jutta, du hast hier irgendwo eine Kamera oder irgendwas einmontiert, anmontiert, hinmontiert und siehst das. So, oh, da haben wir ein schönes Ribbonband. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Und noch ein Päckchen. Hier. Oh, Perlen. Ja, langsam komme ich zu ein paar Perlen hier. Ne? Ihr versorgt mich ja fleißig. Da haben wir hier diese, die sind sowieso gekreckt. Ich will die jetzt ungern aufmachen, weil ich bin hier im Wintergarten und dann rollt mir was runter und dann, wir haben hier auch so einen Abfluss. Also es ist so ein bisschen schräg hier. Dann sind sie weg, lieber nicht. Also ich halte es mal so in die Kamera. Das sind die gleichen. Und dann hier noch... Oh, die gefallen mir noch besser.
Und Naturfarben, die sind ja toll. Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Nee, nichts zum Basteln. Nur eine Kleinigkeit zum Naschen. Hm. Oh, Rentiere. Schokorentiere, guck mal. Sehr schön. Die kommen auch auf unseren Leckerteller oder Naschiteller oder wie, überall heißt es ja woanders. Also, wo ich jetzt hier wohne, heißt es lecker. Wo ich herkomme, heißt es Schnuck, ne? Oder Süßigkeitenteller. Ja, so hat jeder sein Gebrauchswort dafür. So, hier noch ein schönes. Oh, das gefällt mir total gut mit dem Glitter. Treasure Pearls. Okay, kenne ich gar nicht. Ich halte es euch mal hin. Welche der 7 verschiedenen Swarovski-Perlen versteckt sich in dieser Muschel? Lass dich überraschen von den Schatzperlen mit unterschiedlichsten Bedeutungen. Alle 7 Perlen werden in gleicher Anzahl produziert. Inhalt, jetzt kommt's, jetzt Inhalt, Muschel mit Schleim, eine Swarovski-Perle oder ein Swarovski-Kristallerz, Anleitung, Schleim, okay, ja, ich, also auf jeden Fall werde ich das mit euch zusammen aufmachen, aber nicht jetzt, das mache ich im Bastelzimmer, ich bin gespannt, kenne ich überhaupt nicht, der Oberhammer, und dann, oh, Lama-Tüte. Oh, du hast mir Sachen ausgestanzt, wie geil. Cool. Oh, ja, sehr schön. Oh, das müssen wir jetzt durchgehen. Das ist jetzt... Was ist das? Das muss ich ja ausprobieren und euch zeigen. Ne? Also, so. Ach, das sind kleine Briefumschläge, ne? Verschiedene Größen. So sieht das aus. Und dann kann man das wahrscheinlich schwupps. Ne, das muss man hier vorsichtig knicken. Dann hat man hier so einen kleinen süßen Briefumschlag. Aber ach so, dann kann man hier wahrscheinlich, klebt man zu und hier kann man dann die Post rein tun. Ne? Süß, das ist ja süß. Niedlich. Kann ich schön in meinem Bullet Journal für irgendeine geheime Nachricht. Ja, die kenne ich, die habe ich auch, die ist aus dem Action. Da habe ich auch schon vielfach ausgestanzt und auch schon vielfach verwertet. Sehr schön. Und du hast da tolle Papier aus dem Action dazu genommen. Das Einhorn. So seht das besser. Sehr schön. Das ist ja echt... Oberhammer. Und nichts zum Basteln. Nee. Du machst mir hier ein ganz schlechtes Gewissen. Ja, und die, oh, die Katzen, die sind auch vom Action. Die habe ich auch schon mehrfach ausgestanzt. Und auch schon, oh, guck mal. Und auch wieder mit diesem tollen Papier. Und in Schwarz. Und in Rot. Und dann ist hier auch noch eine goldene bei. Und oh, die kleinen. Ja. Eine goldene, die so ein bisschen eine lilane und die ganz kleine und die sitzende. Waren die auch dabei? Kann ich mich gerade gar nicht dran erinnern. Und jetzt sind hier noch einmal mit den gepunkteten und noch, auch die hier ist noch eine andere Form. Oh, das ist sehr filigran. Oder die habe ich dann nicht genutzt, weil mir da zu filigran war. Ne, hier. Und noch ein kleines Kätzchen. Sehr schön. Ja, da hast du mir ja viel Arbeit erspart. Da habe ich erst noch meinen Vorrat. Sehr schön. So, dann haben wir hier diese Frau. Die habe ich nicht, weil mir die nicht so gut gefiel. So, aber so ausgestanzt sieht die auch ganz nett aus. Ne? Kann man immer mal nehmen. Noch für eine Karte oder so. Oh, dann haben wir hier die Meerjungfrau. Toll. Ne? Die Meerjungfrau.
wieder mit diesem tollen, tollen Papier und dann in mehreren Ausführungen hier mit diesem schönen Papier. So, jetzt geht schon wieder das Telefon. Moment. So, jetzt geht es wieder weiter. Schon wieder Telefon. Also ist, Entschuldigung, ist ja unglaublich. Da will man mal ein Video in Ruhe drehen. Und da geht hier so auf Telefon. Hier geht nie das Telefon. Selten. Meistens geht ja alles übers Handy. Ja, oh, was haben wir hier? Oh, ich muss mal hier den, dass ihr einen schönen Blick habt. Ganz viele schöne Standsteile. Oh. Da ist auch eine Katze, so eine Silhouette. Seht ihr das? Sehr schön. Und ich glaube, die ist auch aus dem Action, ne? Ich meine, die hätte ich auch. Die hier kenne ich gar nicht. Aber wie gesagt, ich bin ja auch, ja, dann nehme ich die Stanzen, die mir gut gefallen, ne? Und die anderen kommen erstmal irgendwo hin. Das ist auch das toll, ne? Das ist ja mega. Und der Hund. Oh, guck mal. Silhouette von dem Hund. Das sieht klasse aus. Sehr schön. Ja, und hier die Blümchen, auch schön. Und hier auch. Und dann hier Christbaumkugeln. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, ich weiß, Stanzen macht ja immer viel Arbeit, wo ich das jetzt, also wo die Hand noch gar nicht so konnte und ich trotzdem noch ein bisschen gestanzt habe. Ich meine, es ging, aber da habe ich mir doch schon mal eine elektrische gewünscht, ne? Aber nein, erstmal nicht. So, hier ganz viele Blümchen. Ich weiß nicht, ob das ein Stanzer ist mit Haar von dir. Ich kann hier DNA-Analyse machen. Ist nicht schlimm, alles gut. So, hier ganz, ganz viele Blümchen. Die zeige ich jetzt nicht einzeln. Das sind alles die gleichen, nur verschiedene Größen. Ich glaube, also ich habe so eine Stadt. Oh, das ist ja hübsch mit dem, das Lila mit dem Rosa, mit dem Rosa, mit dem goldenen Punkt. Ich habe da auch so eine, ich glaube von EFCO ist diese Stanze Dreier-Set. Die habe ich, glaube auch. Aber so spare ich mir natürlich eine Menge Arbeit. Du bist so gut zu mir, Jutta. Das ist echter Oberhammer. Oh, die sind ja hübsch. Guckt mal. Ich will es euch nicht in dem Plastik zeigen, weil das muss man so zeigen. Guckt mal. Das ist hier. Oh. Na, hier, so lag ich mit einem Glitzerdings. Die sind ja wohl hübsch. Und hier, dieser Weihnachtsstern, ne, soll ein Weihnachtsstern sein, oder? Der ist ja wohl der Oberhammer. Da musst du mir bitte mal schreiben, was das für eine Stanze ist und wo du die her hast. Die Hunde wollen raus. Moment. Ihr könnt ein bisschen das angucken. So. Dann kommt ihr einmal raus. Hopp, raus. Emmy, du auch? Willst du mal Pipi machen? Hopp, raus. So. Lucy ist draußen, Emma nicht. So, die können nämlich so durch den Wintergarten bei uns in den Garten. Aber echt, da musst du mir schreiben, was das für Stanzen sind, wo du die her hast. Die finde ich mega hübsch. Also das hier und auch den Weihnachtsstern. Da könnte ich mich gar nicht entscheiden, was schöner ist. Aber das hier für eine Karte ist doch mega. Oder auch in meinem Bullet Journal hier eine Dezemberseite gestalten. Toll. Ganz, ganz toll. Also das sind schon mal bis jetzt meine Lieblingsstanzen, vor allem weil ich die nicht habe, also meine Lieblingsausstanzteile hiervon, weil da kann ich mich nicht dran erinnern. Wenn du mir natürlich jetzt schreibst, das ist eine Actionstanze, dann peinlich. So, hier haben wir noch mal die Weihnachtskugeln, die sind auch sehr hübsch. Ich tue noch mal. So. Hast du die? Ich guck mal gerade. Ne, die sind auf Papier, nicht mit doppelseitigem Klebeband. Ne? Aber es ist ja egal. Dafür haben wir ja feinen Kleber. So, dann haben wir hier sowas. So, ich lege es hier unten hin, dann seht ihr das.
Das ist jetzt nicht so meins, ist auch hübsch, aber das wäre jetzt nicht so meins, aber muss es ja auch nicht. Alles andere ist ja meins. So, oh, und Fahrräder. Fahrräder, ja, das Fahrrad habe ich auch. Und ich liebe dieses Fahrrad. Ich mag das total gerne. Guck mal, ne? Wie geil, da kann man so schön mit dekorieren, das aufkleben, da noch ein Stempel, ein kleines Tierchen drauf oder ein Blumenkübel drauf oder. Ich mag das total gerne. Ich lasse es mal so, damit ihr es sehen könnt. Sehr schön. Toll. Sehr schön. Ha. Entschuldigung, ich will ja gar nicht in anderen Tonfall verfallen, aber ha, wenn ich mich so freue. So, dann haben wir hier eine Glocke. Mit so ein bisschen Prägemuster. Ist auch schön. Ne, da kann man auch schön dann diesen Weihnachtsstern und so drum machen. Das sind, ach, das ist keine Glocke, Entschuldigung. Asche über mein Haupt. Das ist ein Buddha, aber ich, wenn du nicht genau guckst, ich habe die Lesebrille nicht auf. Das ist ein Buddha. Umso geiler. Das ist natürlich super für mein Bullet Journal. Ja, Self-Care, ne? Was will ich mir Gutes tun? Was will ich mal? Da kann man ja schön drumrum schreiben. Cool. Noch geiler wie eine Glocke. Ach, wie peinlich. Entschuldigung. Aber dann habe ich erst, wo dann hier so ein bisschen Licht mehr drauf schien. Geil. Sehr schön. Das ist ja mal cool. Ein Buddha. Habe ich gar nicht. Habe ich auch noch nirgendwo gesehen. So, dann kommen Regenschirme. Regenschirm habe ich auch, aber ich glaube nicht den mit der Schleife. Ups. Ist klein. Nicht kaputt machen. Nicht kaputt machen. So. Zuckersüße Regenschirme. Guck mal. Hammer. Sehr, sehr schön. Was hast du dir für eine Arbeit gemacht? Guck mal, in ganz vielen Farben. Sehr schön. Das ist mega. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich habe auch einen, aber ich glaube nicht mit dem Schleifchen. Kann ich mich nicht dran erinnern. Aber das heißt bei mir nichts. So, dann haben wir hier Leute auf einer Parkbank. So, sieht auch gut aus, ne? Mit der Silhouette. Und das hier ist ja wohl mal mega. Der ist ja geil. Das musst du mir bitte auch mal aufschreiben oder mir mal in die Kommentare schreiben oder eine E-Mail oder. Ob das zusammengehört, dass das hier irgendwie so oder so. Und weil, also ich hätte Interesse an so einer Stanze mit einem Zaun. Da muss ich doch gleich mal direkt googeln hier. Das ist ja geil. Also, sorry, dass ich die jetzt, aber die gehen dabei unter. Das ist, aber der, das ist der Hammer. Toll. Finde ich total cool. Also für mein Bullet Journal, aber auch für eine Karte oder für eine Box. Das drumrum. Hammer. Cool. Oh Jutta, das kann ich nicht wieder gut machen. Aber wie gesagt, ich werde dir für Weihnachten, das schaffe ich nicht mehr. Aber irgendwann kommt mal die Retourkutsche. Oh, und hier ganz, ganz filigran. Das ist ja auch hübsch. Oh, ganz vorsichtig. Guck mal. Ich mache das jetzt mal hier in dem. Oh. Das verfängt sich so ein bisschen ineinander. Muss man wirklich ganz, ganz. Oh, ich kriege es jetzt so nicht auseinander. Das sind drei verschiedene. Guck mal den Rahmen. Das Vögelchen mit dem Herz unten. Auch total hübsch. Sehr, sehr schön. Oh, da kriege ich gerade richtig Bock zu stanzen, echt. Und noch mal alles auszuprobieren. Man vergisst ja, wenn man so viel hat, ne, dann vergisst man schon mal, was man hat. Also mir geht es auf jeden Fall so. Man hat ja nicht nur drei Stanzen. Man hat so seine Lieblingsstanzen und manche sind halt dabei. Und, ja, und aber dann nutzt man die nicht. Und wenn man sie dann nochmal nutzt, man denkt, oh cool, die hat hier auch noch, ne? Oh, da muss ich. Ah, das ist sehr, sehr filigran. So. So, dann haben wir. Oh, ich sehe hier schon andere Tolles auch. Jutta. Die sind ja auch hier, diese Wellen. Klasse, ne?
sehen auch sehr gut aus. Hammer. Die sind auch sehr schön. Und jetzt sehe ich ja schon wieder, das habe ich auch nicht. Kann ich mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Die Bäume hier. Boah, sind die geil. Guckt euch das an. Also ich sehe, ich habe viel zu wenig Stanzen. Sind die der Hammer? Ich finde es mega. Und da kann man, ne, entweder Herbst oder man macht dann irgendwie Blüten raus, ob das aus Steinchen oder und macht oder malt dann irgendwelche Blätter dran oder bunte Kugeln oder mega. Toll. Oh. Der hätte so ruhig noch so 8 bis 12 sich ausdingsen können. In allen Farben und Varianten. Geil. Sehr schön. Total toll. So, und hier haben wir... Oh, Blätter. Blätter. So, Blätter habe ich, glaube ich, auch einige. Oh, guck mal, der ist hübsch. Der ist, den habe ich, glaube ich, auch irgendwo. Das muss ich mal, da kann man schön dann auch so ein, ne, sowas legen. Oder hier noch einen hin, ne? Und toll. Mega, der ist total schön. Und hier noch andere Blätter. Ich lege die euch mal so hier hin. Ich glaube, war das auch mal ein Set aus dem Action? Ich kann mich an einiges, ich habe schon lange keine Blätter mehr. Und hier Eichenlaub ist auch toll. Hier Ahorn. Und da verließen sie ihn schon. Und hier mal. Oh, toll. Sehr schön. Aber ihr seht, ne, was für eine Vielfalt auch an Blättern. Toll. Sehr schön. Hammergeil. Also ich bin sprachlos. Und wie gesagt, das ist noch nicht leer. Ne? Also eine Kleinigkeit. Muss ich nochmal wiederholen. Jo. Kleinigkeit. Ah, die kann, nee, ich muss die jetzt hier reintun, weil ich bin im Wintergarten. Weil ich habe sonst, ich habe eine Kiste mit Stanzteilen. Da kommen dann alle rein. Aber wenn ich dann auch schon mal in Massenproduktion gehe, ne, so vorproduzieren, wie ich jetzt die Rosetten vorproduziert habe, wo ich denke, oh, ich will eine Rosette. Ja, dann habe ich aber keine Lust, die Heißklebepistole für eine Rosette rauszuholen, ne? Und da, deswegen bin ich jetzt mal in Massenproduktion gegangen. Ich denke, da habe ich für alle Eventualitäten mal meine Rosetten und muss die dann einfach nur noch raussuchen und kann sie nutzen. Und das hier ist ja wohl auch der Hammer, die Laterne. Und zwar sind da hier so einzelne. Und wenn ich das hier richtig sehe, ein Dreier. Die ist ja wohl mal ein Träumchen, ne? Also... Die ist auch toll, aber die ist der Burner. Toll. Sehr schön. Was hast du dir in der Arbeit gemacht? Also, Hammer. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Fühl dich ganz, ganz herzlich umarmt. Schon mal dafür. Und wie gesagt, es geht ja noch weiter. Hier habe ich schon bald gar keinen Platz mehr. Machen wir noch ein paar Sternchen. Und hier noch ein paar Sternchen. Hier haben wir Handmade with Love. Okay. Handgemacht mit Liebe. Oh, ein... Ach, Untersetzer, wie geil. In Rosé. Oh, muss ich voll... Untersetzer, das sind wahrscheinlich die Schächtelchen, wo die Buchstaben drin waren. Untersetzer mit Lama. Guckt mal, das ist ja auch eine geile Idee. Ich habe sie jetzt, habe ich mal ein paar weggeschmissen, weil ich denke, was machst du damit? Ich denke, ne? Und die Farbe ist geil. Das sieht aus wie die Maya-Farbe. Mit dem Roségold. Cool, sehr schön. Ja, Untersetzer oder man sammelt halt, ne, hier so Sachen da drin für den Schreibtisch. Ne, wenn man gerade mal, oh, oder ich bin am Stanzen oder ich will die kleinen Klemmerschen aufbewahren, so damit sie alle auf einem Haufen sind. Cool, sehr schön.
Und das hast du auch noch lackiert, ne? Damit das Wasser fällt. Ich denke mal, eher soll ein Untersetzer sein. Aber mal gucken, was ich damit mache. Vielleicht zweckentfremde ich die. Hier ist ganz tolles Seidenpapier. Aber ich muss es trotzdem aufreißen. Oh, tut mir in der Seele weh. Danke, 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 danke. Ja, du hörst zu. ja, ich habe ja die Mini-Heißklebepistole. Und da hatte ich euch ja gefragt, wo gibt es die? Und da habt ihr ja gesagt, im Teddy. Ich hatte mir drei Päckchen ja geholt. Eins ist schon wieder alle. Ja, jetzt habe ich das dritte wieder. Auf Vorrat, weil wenn jetzt der Lockdown kommt. Ne? Geil. Vielen Dank. Ja, und große Glitzer-Dinger. Die große hat ja mein Sohn. Und ich will mir ja eine große kaufen ohne Kabel. Das ist meine nächste Anschaffung. Also die habe ich auf jeden Fall irgendwie am Schirm. Die wird irgendwann kommen und dann werde ich die dann für nutzen. Weil ich glaube nicht, dass mein Sohn Glitzer-Klebedinger will. Ne? Nicht, weil er es nicht darf, wenn er es möchte, um Gottes Willen. Aber wird er sagen, nein, will ich nicht. So, hier haben wir noch ein Päckchen und es ist immer noch nicht zu Ende, aber es neigt sich langsam dem Ende. Was ist das? Der Hammer. So, dann haben wir hier, ah, das sind Banderolen, cool. Ne? Die kann man ausgeblasene Eier oder Plastikeier machen, aber auch um eine Flasche oder ne, einfach also drumstülpen und dann in heißes Wasser, dann schrumpfen die. Sehr schön, hier weihnachtlich. Oh, ist auch hübsch, ne? Und hier der Nikolaus mit der blauen Mütze. Und das ist ja schön. Das ist hier so Vintage. Oh, auch hier Vintage-Nikolaus. Sehr schön. Der Uhr. Toll. Hier sind sehr, sehr, oh, das ist auch sehr schön. Oh, da muss ich ja meine Gläserkiste gucken. Ich habe ja eine Gläserkiste, wo ich die Gläser, wenn ich irgendwie was Lebensmittel kaufe mit einem Glas, dann, wenn ich das dann leere, denke ich, Altglas oder Kiste zum Verbasteln. Und ja, ich habe mich schon mal von ganz vielen getrennt und jetzt sammle ich wieder neu, weil man weiß ja nie, ne? Irgendwann kommt Jutta und schickt dir hier so Banderolen. Dann braucht man das. Oh, und ganz hübsche Federsticker. Die müssten aus dem Teddy sein. Glaube. Ja, Teddy. Sehr schön. Oh, und die sind ja toll. Hier. Tütchen. Ne, Folien. Geschenktüten. Mit einem süßen Weihnachtsmann und einem Rentier. Die sind ja voll hübsch. Total schön. Ja, und dann noch welche neutral, ne, die man das ganze Jahr verschenken kann. Und noch mal welche mit einem Stern. Sehr schön. Ja, die wird der ein oder andere dann auch mal zurückbekommen oder irgendwas eingepackt bekommen. Und dann haben wir noch ein Päckchen. Und ich hoffe wirklich, es wackelt nicht so sehr. Und dass jetzt auch alles wieder hochgeladen wird und der Ton auch einigermaßen ist. Ich bemühe mich, laut zu reden. Ja. So. Schwupsdiwupps, die Leni. Oh, ja, die kenne ich noch. Die habe ich auch. Aber ich glaube, ich habe die hier und die, aber nicht in den Farben. Die hatte ich nämlich neulich noch in den Händen, aber in Silber. Cool. Die gab es nämlich mal im Action und ich kann den Hasen, den habe ich schon mal genutzt. Sehr schön. Toll. So Spiegelsticker. Sehr, sehr schön. Und Ruppel. Ruppeldinger. Hier Rub-on Bordüren, würde ich mal sagen. Auch sehr schön. Die kann ich auch mal super fürs Bullet Journal gebrauchen. Ja, und die gab es auch mal im Action. Die habe ich neulich noch, die habe ich euch auch, glaube ich, gezeigt, oder? Zwei Stück davon. Da habe ich auch noch einige von.
Sehr schön, weil immer, ah, ist zu schade, da habe ich immer nur eins von jeder Sorte gekauft. Ah, da muss man sich genau überlegen, wofür man das braucht. Aber um jetzt nochmal auf zu meinem Memory Decks, wenn mir jetzt was besonders gut gefällt, dann kommt es auf mein Memory Decks und dann habe ich es ja für mich, ne? Sehr schön, Dankeschön. Ja, und die hier, die kenne ich aber nicht. Ne, die gibt es auch hier. Nanunana, wollte ich sagen, die in der Art kenne ich die, aber so habe ich die noch nicht gesehen. Sehr schön. Vielen lieben Dank. So, und dann haben wir noch eine Mozartkugel. Und wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich beiße da einfach mal rein. Die lacht mich so an. Ich liebe Mozartkugeln. Lecker. Sehr schön. So, dann haben wir noch ganz viele Sterne. Und das ist jetzt das Letzte. Mit vollem Mund spricht man nicht, ich weiß. Aber ich kann das jetzt auch nicht runterstürzen. Aber ich muss das im Mund zergehen lassen, damit ich auch lange was davon habe. Weil da wird jetzt drei, viermal reingebissen, bis das Ding alle ist. Und alles schön gelutscht und den Geschmack genossen. So, das hier gestaltet sich etwas schwierig. So, jetzt aber. So, und dann haben wir auch wieder hier Shrinkfolie. Das gehört zusammen. Achso, groß und klein. Ich muss das ein bisschen auseinanderreißen, sonst kann man es nicht sehen. Und einmal hier kann man, ne, schneidet man das ab. Das ist auch weihnachtlich. Wie dasselbe wie eben. Irgendwo um den Gegenstand rum. In heißes Wasser. Und dann schrumpft die zusammen und ist dann quasi damit verbunden. Sehr schön. Und hier für größere Sachen. Ja, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und ja, mal gucken. Und das sind die Muster, die da drin sind. Ne, könnt ihr hier. Ja, dann schaue ich mal in meiner Glassammlung. Ja, und Tortenuntersetzer. Aber das nutzen wir nicht als Tortenuntersetzer, vielleicht doch das ein oder andere Mal. Sondern eher zum Verbasteln. Da freue ich mich drauf. Kann ich auch mal gut gebrauchen, wie auch diese Muffinförmchen. Ne, da mache ich mir ja auch Sachen mit, habt ihr schon oft gesehen. Ja, ihr Lieben, das war's. Jutta, dir nochmal vielen, vielen lieben Dank. Das hier werde ich gleich mal austesten. Ich bin gespannt, Schleim. Oh Gott. Du bist der Hammer. Also, wie gesagt, wir hatten nichts ausgemacht. Sie hat mir einfach sowas geschickt, um mir eine Freude zu machen. Liebe Jutta, das ist dir auf jeden Fall gelungen. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Ich bin sprachlos. Ich genieße hier die Mozartkugel zuerst. Und ich freue mich, ja, über alle Dinge. Den werde ich morgen direkt mit zur Arbeit nehmen. Ihr wisst, ich arbeite in einer Männerdomäne. Also wir sind 99% Männer. Die werden sich sehr freuen über diesen leuchtenden Kugelschreiber mit Kätzchen. Das macht mir jetzt schon Freude. Nein, du hast dir wirklich total Mühe gegeben, dir viel Arbeit gemacht, mir genau zugehört, vor allem also mit den Süßigkeiten, das ist wirklich der Hammer. Also da was zu treffen, weil man kauft ja meistens das, was man selber gerne isst oder wenn man weiß, was der andere gerne isst, was aber schwierig ist, ne? Weil du kennst mich ja so nicht, aber du hast da wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen, der Hammer. Cool, ich bedanke mich. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank. Irgendwann werde ich mich revanchieren, da kriegst du auch mal was. Und ja, aber ich glaube, ich habe dir, ne, wir haben das eine war ein Tauschpaket. Ich glaube, ich muss noch mal meine Videos durchgucken. Wie gesagt, das ist zu viel im Kopf im Moment, ne, wegen Lockdown und Weihnachten und auch, naja, egal. Ich schweife ab, will ich ja gar nicht. Ja, also Jutta, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe mich total gefreut. Ich guck mal, ich verräume das gleich. Oh, da fällt mir ein, ich muss mein Bastelzimmer noch aufräumen. Oh je, oh je, oh je. Naja.
In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, lasst mir einen Daumen nach unten da. Abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke, verpasst ihr kein Video mehr. Also noch kurz zum Abschluss. Die drei anderen Preise sind immer noch nicht raus, weil diese blöde Post schon wieder zu hatte. Ich gebe mein Bestes, ihr kriegt das noch, ne? Nicht, also, aber ihr kennt mich ja. Das will ich halt in jedem Video sagen. Das ist so, es kommt. Ne? Von daher, ja, bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und ich denke, wir sehen uns. Es kommt noch ein Kraftelier-Haul, das kommt morgen. Und ich bin so am Überlegen, im Moment fällt mir zwar nichts ein, was ich noch alles so abfilmen könnte, um euch ein bisschen die Weihnachtszeit ein bisschen kurzweilig zu machen. Aber ich weiß noch nicht, wie und was und wo. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich da irgendwas finde. So, und jetzt werde ich mir das hier noch reinziehen, weil es ist so lecker. Naja, in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.